Servus und grüß euch bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 4. November. Und wir haben alle noch 57 Tage bis zum Jahres- und Serienende. Um den heutigen Tage des Jahres 1493 wird die Ananas das erste Mal erwähnt. Und zwar entdeckt auf seiner Weltumsee bzw. seiner Entdeckungsfahrt der genuesische Entdecker Christoph Kolumbus die Insel Guadeloupe, landet an und wird freundlich von den dort lebenden Menschen empfangen. Und die bieten ihm und auch seiner Crew die bis dahin natürlich völlig unbekannten Ananasfrüchte an. 1879 möchte ich wieder einen kleinen Blick über den großen Teich werfen nach Nordamerika, nach Dayton, Ohio. Der Lokalbesitzer James Ritty erfindet oder beziehungsweise lässt seine von ihm erfundene Registrierkasse zum Patent anmelden. Er ist Lokalbesitzer und seine Kellner haben ihn immer wieder mal beklaut, betrogen, wie auch immer. Und so hat er nach einem Ausweg gesucht und da er ein kleiner Technikfreak war, hat er eben die Registrierkasse erfunden, die sich nur öffnet, wenn man einen Betrag eintippt. Und das Geld natürlich dann reinlegt, das hat man dann. Und als Gegenbeweis kommt immer wieder ein Zettel raus, der druckt, was jetzt drin sein muss und was man gerade hineingelegt hat und die Differenz. Ja, Not macht erfinderisch, würde mir da jetzt auf Anhieb einfallen. 1915, während des Ersten Weltkriegs, kommt es auch am heutigen Tage wieder zu einer Isonzo-Schlacht. Isonzo, ein Flüsschen in Nordostitalien, ist heiß umkämpft zwischen Österreich, Ungarn und Italien. Auch diese dritte Isonzo-Schlacht, die alle drei bisher sehr hart waren, mit vielen Toten und Verletzten, endet ergebnislos. 1922, am heutigen Tage, zu, ich glaube, so später Vormittag, lässt der britische Archäologe Howard Carter eine Grabkammer in Ägypten öffnen und ist erstaunt, was er darin alles findet. Goldthron, andere Goldschätze und Preziosen. Als er den Sarg öffnen lässt, den man schon vermutet, wer da drin liegt, eröffnet sich ihm ein weiterer sensationeller Anblick, denn die Goldmaske, die den Toten bedeckt, ist auch heute noch weltberühmt. Heute im Jahr 1922 hat Howard Carter das Grab des Tutanchamun entdeckt. 1939. Die USA sind nominal immer noch neutral während des noch jungen Zweiten Weltkriegs. Aber sie rufen, also Frank, der US-amerikanische Präsident Theodore D. Roosevelt, hebt das sogenannte Neutralitätsabkommen mehr oder weniger schon ein bisschen auf, denn er befiehlt Cash and Carry. Das heißt nichts anderes, als dass Großbritannien und Frankreich aus den USA Waffen kaufen können und dürfen, sofern sie eben gleich bezahlen, dann wird auch gleich geliefert, um eben jetzt vorerst mal indirekt Großbritannien und Frankreich im Krieg gegen Nazi-Deutschland zu unterstützen. Wer meine Serie ein bisschen öfters verfolgt, wird es vielleicht noch wissen. Am 23. Oktober beginnen in Ungarn Aufstände. Politisch gesehen möchte sich Ungarn aus dem Ostblock lösen. Am heutigen 4. November marschieren allerdings russische Truppen mit Panzern in die Hauptstadt Ungarns ein und es kommt zum blutigen Aufstand, der von Russland allerdings im Laufe der nächsten kommenden Tage blutigst niedergeschlagen wird. Es kommt zu mehreren tausend Toten und Verletzten. Dann möchte ich noch kurz anfügen, der Aufstand läuft bis zum 15. November. Die Ungarn wehren sich tapfer gegen die russische Übermacht, aber wie man sich denken kann, hat Ungarn in dieser Beziehung keine Chance. Das soll es dann von mir gewesen sein. Ich sage Servus und ich denke, wir sehen uns morgen wieder.